Herzlich willkommen, ihr digitalen Tomaten-Nomaden. Es ist wieder Business-1x1-Zeit. Schön, dass ihr am Start seid. Heute gibt es nämlich ein Video zum Thema, warum es eigentlich super einfach ist, ein digitales, ortsunabhängiges Online-Business aufzubauen, es aber trotzdem so viele Leute nicht schaffen. Denn ich finde das immer eine sehr, sehr spannende Sache. Auf der einen Seite, wenn man sich anschaut, was man eigentlich machen muss, um mit seiner Leidenschaft ein Business aufzubauen, das die Welt verändert und das einem selbst in die Lage versetzt, davon leben zu können, muss man eigentlich gar keine komplizierten Dinge machen. Es ist eigentlich alles super einfach. Die ganzen Tools, die man dazu braucht, sind fast for free erhältlich oder sehr, 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 sehr günstig. Wenn man das vergleicht mit vor 10, 15 Jahren, wo es Tausende von Euro gekostet hat, sich eine Webseite programmieren zu lassen, ist das heute sowas von simpel. Dank WordPress und Weebly und wie sie alle heißen, kommt man in 0, nix und mit ein paar Euro zu einer eigenen Webseite. Man kann einen YouTube-Kanal aufmachen, Facebook, Instagram, die ganzen sozialen Netzwerke kosten alle überhaupt kein Geld. Und ja, eigentlich ist es super einfach und auch die Dinge, die man machen muss, sind sowas von einfach. Du musst einfach nur eine Plattform, ein Profil oder eine Seite auf irgendeiner von diesen ganzen Plattformen starten, gerne auch auf mehreren. Dann musst du ganz viel Content raushauen, ganz viel Mehrwert liefern, ganz viele Probleme lösen. Du musst halt einfach Dinge machen, Dinge in die Welt hinaussetzen, die für Leute spannend ist, die Leuten weiterhilft, die Leute in die Lage versetzt, ihre eigenen Probleme zu lösen, die etwas, die einfach Mehrwert schafft. Punkt 3, den du machen musst, du musst ganz viel mit den Leuten interagieren, du musst sie einfach unterstützen, wenn sie dir Kommentare hinterlassen, musst du darauf reagieren, du musst ihnen einfach so viel Mehrwert liefern wie nur möglich. Und wenn du Step 2 und Step 3, also Content produzieren und Interaktion, ganz oft wiederholt hast und wenn du denkst, du hast genug gemacht, dann noch 500 Mal weitergemacht hast, dann bist du in der Lage, dass du Step 4 angehen kannst und das ist einfach Monetarisierung. Wenn du es nämlich schaffst, sehr, sehr viele Leute auf deiner Seite am Start zu haben, die sich dafür interessieren, die wirklich eine Beziehung zu dir aufgebaut haben, dann wirst du immer eine Möglichkeit finden, damit Geld zu verdienen. Dann kannst du ein E-Book schreiben, dann kannst du einen Online-Kurs machen, dann kannst du Produkte von anderen Leuten promoten, dann kannst du Seminare geben, dann kannst du Coaching machen, dann kannst du Kurse veranstalten. Es gibt so viele Möglichkeiten. Du kannst Merchandising machen, du kannst T-Shirts von dir drucken lassen, was auch immer. Du wirst auf jeden Fall easy eine Möglichkeit finden. Also ja, wie du siehst, es ist eigentlich sowas von einfach. Es gibt schon vor dir Tausende von Leuten, die es geschafft haben, mit ihrer Leidenschaft ein ortsunabhängiges Online-Business aufzubauen. Wir haben das geschafft. Ich kenne super viele Leute, die das geschafft haben. Es ist absolut kein Hexenwerk. Es ist eigentlich super, super einfach. Das Einzige, was du mitbringen musst, ist wirklich das Feuer dafür und die Lust, wirklich etwas zu verändern und wirklich, den Spaß an deinem Thema, denn wenn du nämlich so richtig, richtig begeistert von dem bist, worüber du redest, worüber du schreibst, worüber du erzählst, dann strahlt das auf die Leute über, die sehen, dass du das feierst und freuen sich mit dir, verfolgen das gerne und das ist eigentlich auch schon alles, was du mitbringen musst. Und jetzt aber die spannende Frage, warum schaffen es trotzdem so viele Leute nicht? Und das ist ganz einfach und zwar, es ist zwar einfach, aber es ist nicht leicht, denn es erfordert einiges an Zeit, es erfordert einiges an Willen und einiges an wirklich Energie, die da reingesteckt wird. Denn wenn du ein Thema hast, das dich richtig interessiert, du haust da Content raus, du interagierst mit den Leuten, dann wirst du nicht innerhalb von 3 Wochen in die Position kommen, wo du jeden Monat damit fett Geld verdienen kannst, sondern es braucht einiges an Zeit. Das kann ich aus meiner eigenen Erfahrung nur sagen. Das Ruckers 1x1 haben wir im November 2013 gestartet und dann hat es viele Monate gedauert, bis wir wirklich überhaupt erst davon leben konnten. Und das, obwohl ich so unglaublich viel Zeit dafür reingesteckt habe. Und wenn du jetzt nebenbei noch einen Job hast, der dich 40, 50 Stunden die Woche wirklich ausfüllt, dann hast du natürlich einfach nicht die Zeitkapazitäten und dann wird es wahrscheinlich sogar noch ein bisschen länger dauern. Und daher ist es einfach super unrealistisch, mit der Erwartung ranzugehen. Ich starte jetzt mal was und dann in 2, 3 Monaten werde ich gut davon leben können, werde meinen Job kündigen können. Es ist einfach nicht drin. Also wie gesagt, das Ganze aufzubauen ist sehr, sehr einfach, aber es ist trotzdem nicht leicht. Du brauchst einiges an Hustle, einiges an Zeit, einiges an Energie, die du wirklich reinstecken musst. Und die einzige, beziehungsweise
die einzige Voraussetzung, die du dafür mitbringen musst, damit du auch durch diese Zeit durchgehst, ist wirklich, wie ich gesagt habe, das Feuer und den Willen für dein Thema und das Interesse an dem, worüber du sprichst. Denn wenn du so richtig begeistert davon bist, dann macht es dir überhaupt nichts aus, ja, da viele, 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 viele Monate Zeit zu investieren, bevor dann am Ende auch einfach richtig was dabei rumkommt. Und das ist einfach eine sehr schöne Sache, weil dabei sozusagen schon perfekt aussortiert wird. Die Leute, die gar nicht so sehr dafür brennen, für die sich denken so, oh, es wäre ja ganz nett, irgendwie da was aufzubauen, aber ja, das ist nicht so ganz meins, aber ich mache das mal, das scheint ja ganz lukrativ zu sein, andere Leute machen das auch. Die werden nach ein paar Wochen, nach ein paar Monaten werden die sowas von aussortiert, weil sie einfach nicht dieses Durchhaltevermögen haben, weil sie nicht die Freude an der Tätigkeit haben, die sie einfach machen. Und da frage dich wirklich, ist das wirklich richtig deins, worüber du sprichst? Wenn du nicht völlig davon begeistert bist, wenn du nicht den ganzen Tag darüber nachdenken, darüber planen, das machen willst, dann ist es nicht das Richtige für dich und dann wirst du früher oder später das Handtuch werfen. Und Leute, es ist einfach, sowas auszubauen, es ist kein Hexenwerk. Die Steps habe ich in diesem Video alle erklärt. Es ist sowas von simpel, aber es ist halt trotzdem nicht leicht. Du musst es halt auch einfach machen. Du musst halt die Dinge wirklich umsetzen. Nicht nur verstanden haben, sondern wirklich machen. Von machen kommt was und von nicht machen kommt auch nichts. So einfach ist es, ihr digitalen Tomatennomaden. Das war's fürs heutige Video. Was denkt ihr zu dem Thema? Würde mich sehr, sehr interessieren. Was habt ihr bisher für Erfahrungen auf eurem Weg gemacht? Ist es wirklich so einfach oder habt ihr vielleicht doch Schwierigkeiten? Aber wie gesagt, wenn ihr an einen Punkt kommt, wo ihr irgendwie nicht weiter wisst, bei mir war es genauso, ist auch die Lösung wieder einfach. Geht zu Google, geht zu YouTube, fragt andere Leute. Dieses Problem, was ihr gerade habt, wurde schon von hunderten Leuten vorher gelöst. Und ihr werdet mit Sicherheit auch in die Lage kommen, das Problem für euch zu lösen. Es ist alles wirklich sehr, sehr einfach. Aber wie gesagt, man muss einfach die Zeit und die Energie investieren. Und dann kommt am Ende auch was bei rum. Und danke fürs Zuschauen, ihr Lieben. Wir sehen uns natürlich morgen wieder. Morgen gibt es den Start einer neuen Serie. Ich habe mir was Schönes überlegt. Das wird auf jeden Fall sehr, sehr cool. Ich freue mich schon drauf. Lasst euch mal überraschen. Wir sehen uns dann. Ciao, ciao.